Aus dem urzeitlichen Dschungel Ruandas kommt eine Geschichte, die die ganze Welt schockiert. Sie handelt von einem Gorilla und einer Frau, von den Gefahren des Dschungels und von einer artenübergreifenden Verbindung, die sich über alle Vorurteile hinwegsetzt. Die Frau wird nie wieder dieselbe sein und jeder, der die Geschichte hört, ebenfalls. Amelias Stiefel knirschten im Schlamm. Jeder Schritt brachte sie tiefer in den Dschungel. Die Luft war erfüllt von Kreischen, Zirpen und dem allgegenwärtigen Summen von Insekten. Der Schweiß rann ihr den Nacken hinunter. Sie konzentrierte sich voll und ganz auf den Weg vor ihr. Sie wollte einen Blick auf die schwer fassbaren Berggorillas erhaschen. Sie wusste, dass sie auf dem richtigen Weg war, denn ein starker Duft durchdrang ihre Umgebung. So schwer und erdig, dass sich ihre Nasenflügel aufblähten. Gorillamoschus. Direkt vor ihr war eine Lücke im dichten Laub. Sie ging näher heran. Dann sah sie sie. Nicht nur den Silberrücken. Es war eine ganze Familie. Wuchtige Weibchen, die sich anmutig räkelten. Jungtiere, die rangen und purzelten. Und ein winziges Kind, das sich an den Rücken seiner Mutter klammerte. Eine Welle der Ehrfurcht überkam Amelia. Sie hatte sie schon auf Filmen und Postern gesehen. Aber das hier war das pure, ungefilterte Leben, das sich nur wenige Meter entfernt abspielte. Sie wagte nicht zu atmen. Die Gorillas schenken ihr keine Beachtung. Sie gingen ihrem Tag mit einer lässigen Majestät nach, die sie erschreckend klein erscheinen ließ. Das war nicht ihre Welt. Sie war ein Eindringling in ihrer Welt. Die Zeit schien sich zu dehnen und dann wieder in den Fokus zu rücken. Die Sonne sank tiefer. Es war Zeit, sich zurückzuziehen. Morgen würde sie planen, wie sie ihr Vertrauen gewinnen konnte. Aber im Moment reichte es, sie nur zu beobachten. Schweigend zog sie sich zurück. Die Suche war eine Sache. Aber in ihrer Welt akzeptiert zu werden? Das war die wahre Herausforderung. Aber die erste Hürde war genommen. Der Dschungel wurde schnell zu Amelias Klassenzimmer. Die Tage begannen mit Beobachtungen vor der Morgendämmerung. Sie hockte in einer Baumkrümmung oder versteckte sich hinter einem dichten Busch. Sie studierte die Art und Weise, wie sie auf Nahrungssuche gingen, die Wege, die sie bevorzugten und sogar die subtilen Grunzlaute und Gesten, mit denen sie sich verständigten. Jeder gewonnene Zentimeter fühlte sich monumental an. Zuerst waren es 100 Meter zwischen ihr und dem Trupp, dann 50, dann 30. An manchen Tagen blieben die Gorillas unaufmerksam und ließen zu, dass sie in Kamerareichweite kamen. An anderen Tagen verscheuchte das leiseste Rascheln der Blätter die Gorillas. Sie lernte schnell, dass die Jungtiere ihre größte Herausforderung und Chance waren. Ihre grenzenlose Neugier war größer als ihre Vorsicht. Mehr als einmal wagte sich ein verspieltes Jungtier nahe genug heran, um sie zu berühren. Die Mütter waren weniger tolerant. Sie scheuchten ihren Nachwuchs mit einem scharfen Grunzen weg. Es gab auch Rückschläge. Tage, an denen ihre Anwesenheit sie zu verunsichern schien. In diesen Nächten schlichen sich wieder Zweifel ein. Dann kam ein Durchbruch. Sie hatten sich in der Nähe einer Gruppe von fruchttragenden Büschen positioniert. Und dann waren sie da, keine 3 Meter entfernt. Plötzlich traf ihr Blick auf den des Silberrückens. Er war aus dem Laub aufgetaucht und saß jetzt einfach da. Seine Augen waren nicht feindselig. Stattdessen enthielten sie eine wachsame Intelligenz, die Amelias Haut zum Kribbeln brachte. Sie bewegte keinen Muskel, wagte es nicht einmal, die Kamera, die an ihrer Seite hing, anzuheben. Dies war ein Test. Die Minuten vergingen, aber der Blick des Silberrückens wich nicht von Amelia. Sein kräftiger Körper war entspannt, aber nicht abweisend. Er beobachtete sie nicht nur, er studierte sie, bewertete sie. Schweiß rann ihr die Stirn hinunter, aber sie zwang sich, ruhig zu bleiben. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als seinen Blick standzuhalten. Es kam ihr wie eine Ewigkeit vor, bis er seinen massigen Kopf drehte. Ein Grollen hallte in seiner Kehle wider. Einer nach dem anderen nahmen die Gorillas ihre entspannte Futtersuche wieder auf. Amelia sackte mit dem Rücken gegen den Baumstamm. Ihr Körper zitterte vor Anstrengung, weil sie völlig unbeweglich blieb. Sie hatte nicht nur den Test bestanden, sie war einen Schritt näher an eine Welt herangekommen, die nur wenige je gesehen haben. Die Tage verwandelten sich in einen seltsamen, stillen Tanz. Amelia war nicht länger nur eine Beobachterin aus der Ferne. Die Gruppe blieb zwar auf Distanz, aber sie floh nicht mehr, wenn sie sah. Vor allem der Silberrücken schien sie zu bemerken. Wo auch immer sie sich niederließ, sein wachsamer Blick fand sie immer öfter. Coco war es schließlich, die die unausgesprochenen Grenzen sprengte. Er war jung und hatte einen unstillbaren Appetit auf Unfug, aber seine Neugierde überwand schließlich seine angeborene Vorsicht. Amelia hockte tief auf dem Waldboden, um eine Mutter zu filmen, die sich um ihren Säugling kümmerte.
Sie bemerkte ihn nicht einmal, bis eine kleine, pelzige Hand ihre berührte. Ihr Herz schlug heftig. Coco blinzelte sie nur an. Von da an war er ihr Schatten. Am Anfang war er vorsichtig, aber der Anziehungskraft dieser seltsamen, stillen Kreatur konnte er nicht widerstehen. Eines sonnigen Nachmittags ertappte Amelia ihn dabei, wie er sie nachahmte. Er beugte sich unbeholfen vor und versuchte, durch den Sucher ihrer Kamera zu spähen. Da brach sie in ein Kichern aus. Es erschreckte den jungen Gorilla. Es war das erste Mal, dass sie lachte, seit sie ihr Zuhause verlassen hatte. Die anderen Gorillas drehten sich um und starrten sie an, während die Gestalt des Silberrückens sich in der Nähe abzeichnete. Amelia hielt den Atem an und wartete auf Spannung oder Tadel. Stattdessen entspannten sie sich und setzten ihre Futtersuche fort wie ein angehaltener Film, der plötzlich wieder in Gang kommt. Von diesem Tag an steigerte sich Kokos Dreistigkeit. Er schlug neckisch nach ihrem Kameragurt oder er kletterte auf ihre Schultern und zerrte sanft an ihren Haaren. Auf Amelias Fotos war oft eine neugierige Hand oder ein verspielter Fuß zu sehen. Sein Spiel hatte etwas Sanftes, ein Bewusstsein für seine eigene Stärke, das sie beruhigte. Amelia begann sogar, kleine Geschenke mitzubringen. Eine besonders reife wilde Mango oder eine bunte Blume. Coco nahm sie immer mit einem anerkennenden Grunzen an. Es war unmöglich, kein Kribbeln zu spüren, wenn seine weichen, pelzigen Finger die ihren berührten. Der ruhige Blick des Silberrückens wich nie. Es schien sogar so, als würde er ihre Interaktionen noch genauer beobachten. Seine massive Gestalt stand fast schützend zwischen Coco und Amelia. Doch von ihm ging keine Bedrohung aus und keine Herausforderung. Seine stille Beobachtung fühlte sich eher wie eine Art Erlaubnis an. Die Weibchen wagten sich näher heran. Zuerst wurden sie von der verspielten Coco angestachelt, aber dann schienen sie ihre eigene Neugierde zu entwickeln. Amelia lernte auch ihre Persönlichkeiten kennen. Die stoische ältere Matriarchin, die ängstliche neue Mutter und die ungestüme Jugendliche, die immer an ihre Grenzen geht. Jeder von ihnen hatte seinen Platz in ihrem verschlungenen sozialen Netz. Und sie webte sich langsam ihren Weg in das Gewebe ihres Lebens. Eines Morgens spürte sie eine massive Hand, die sich leicht auf ihre Schulter legte. Ohne sich umzudrehen, wusste sie, dass es der Silberrücken war. Sie hielt ganz still. Ihre Körper berührten sich fast. Es fühlte sich an, als ob sie stundenlang so verharrten. Nur zwei Wesen, die sich ein kleines Stück Dschungel teilten. Als er sich schließlich erhob und davonhumpelte, durchströmte jede Faser von Amelias Körper ein Gefühl der Verwunderung. Das, so erkannte sie, war Vertrauen. Hart erarbeitet, wertvoll und anders als alles, was sie je erlebt hatte. Um sie herum wiegten die Mütter ihre Neugeborenen. Ein tiefes Gefühl der Gelassenheit überkam Amelia. Hier, inmitten der smaragdgrünen Umarmung des Dschungels, gab es einen Ort des Friedens. Diese Ruhe wurde jäh unterbrochen. Ein gutturaler Schrei ertönte, roh und ursprünglich, und er zerriss das dichte Laub. Amelias Herz schlug heftig. Es war ein Geräusch, das sie noch nie zuvor gehört hatte. Ein Geräusch, das von plötzlichem, unvorstellbarem Schrecken sprach. Bevor sie reagieren konnte, brach der Dschungel in einer Kakophonie der Gewalt aus. Schüsse hallten durch die hoch aufragenden Bäume. Das Chaos brach aus. Die Gorillas zerstreuten sich wie wild. Ihr einst verspieltes Gebrüll wurde durch panische Schreie ersetzt, die von unvorstellbarer Angst widerhallten. Amelia rannte in Deckung. Sie tauchte hinter den knorrigen Stamm eines uralten Baums und drückte sich gegen die raue Rinde. Durch das Laub hindurch konnte sie einen Blick auf die einst friedliche Familie erhaschen, die sich in eine panische Meute verwandelte. Mütter klammerten sich verzweifelt an ihre Jungen. Silberrücken schlugen sich auf ihre riesigen Brüste und brüllten in Trotzhaltung. Ihre imposanten Gestalten bebten vor Urwut, die mit der Feuerkraft, die auf sie losgelassen wurde, nicht mithalten konnte. Plötzlich durchbrach ein Wimmern die Kakophonie. Amelia entdeckte Coco, der unter einem nahen Feigenbaum kauerte. Seine Augen waren weit aufgerissen und leer. Ein erstickter Schluchzer entrang sich Amelias Lippen. So hatte es nicht sein sollen. Diese sanften Riesen, diese großartigen Kreaturen hatten etwas Besseres verdient. Ein weiterer ohrenbetäubender Schuss zerschmetterte die zerbrechliche Hoffnung, die sich in Amelias Herz festgesetzt hatte. Coco zuckte zurück und jaulte auf. Durch das dichte Laub entdeckte sie einen schrecklichen Anblick. Ein karmesinroter Fleck breitete sich auf Cocos Seite aus und wuchs aus einer klaffenden Wunde heraus. Das Blut tropfte über sein dunkles Fell und färbte das Unterholz in einem grausigen Rot. Trauer und Wut kämpften in Amelia. Tränen stiegen ihr in die Augen und trübten ihre Sicht.
Die Dreharbeiten liefen fast auf Autopilot. Das Filmmaterial würde als Beweis dienen. Aber im Moment konnte sie angesichts der unmittelbaren Gefahr nur hilflos zusehen, wie der Hafen, den sie so sehr liebte, um sie herum zerfiel. Doch dann schoss ein Blitz der Wut durch Amelia. Coco war nicht nur ein Gorilla, er war auch nicht nur ein Objekt für ihre Dokumentation. Er war ein junges Wesen, das Schmerzen hatte. Sie musste handeln, sie musste etwas tun. Ihr Medizinkoffer wurde kurzerhand in einer Ecke ihres Rucksacks verstaut. Für Notfälle dieser Größenordnung war sie nicht ausgerüstet. Aber es war alles, was sie hatte. Mull, Antiseptika und einen zittrigen Entschluss. Sie bewegte sich auf Coco zu. Sein leises Wimmern war das einzige Geräusch in der unnatürlichen Stille, die sich über die Lichtung gelegt hatte. Amelia war sich der Augen bewusst, die auf sie gerichtet waren. Nicht nur die von Coco, sondern die misstrauischen Augen der gesamten Gorilla-Familie. Dies waren keine Zootiere, die an sanfte Menschenhände gewöhnt waren. Sie waren wilde Kreaturen, deren Überleben von einem gesunden Misstrauen gegenüber Fremden abhing. Jede Bewegung, jeder Atemzug musste peinlich langsam sein. Ein Schatten löste sich vom Rand der Lichtung. Der Silberrücken näherte sich. Er war ein lebendiger Berg aus Muskeln und unnachgiebiger Kraft und konnte sie wie einen trockenen Zweig knicken. Doch je näher er kam, desto weniger bedrohlich wirkte sein Gang. Es war mehr eine kalkulierte Einschätzung. Ihre Augen trafen sich. In ihrem Blick lag ein verzweifeltes Flehen um Verständnis. Und in seinem spiegelte sich sowohl Urinstinkt als auch eine fast schon beunruhigende Intelligenz wider. Die Zeit verging wie im Flug und war gleichzeitig ein quälendes Kriechen. Eine falsche Bewegung, ein einziges Aufflackern von Aggression konnte zur Katastrophe führen. Dann, mit einem Neigen seines mächtigen Kopfes, schien der Silberrücken eine unausgesprochene Erlaubnis zu geben. Er bewegte seine massige Gestalt leicht und machte einen Weg frei, damit Amelia die verletzte Coco erreichen konnte. Tränen mischten sich mit Schweiß, als sie neben ihrem Patienten kniete. Normalerweise waren ihre Hände ruhig, wenn sie eine Kamera in der Hand hatte. Jetzt zitterten sie, als sie nach den antiseptischen Tüchern griff. Die Wunde war schlimmer, als sie zuerst befürchtet hatte. Es war eine tiefe Wunde, die sich immer noch purpurrot von Cocos dunklem Fell abhob. Der Geruch von Blut war scharf und metallisch und erfüllte die Luft. Die Gorillas schauten angespannt und schweigend zu, während Amelia zielstrebig arbeitete. Sie säuberte Cocos Wunde mit sanften, geübten Bewegungen. Sie sprach in leisen, beruhigenden Tönen zu ihm. Worte, die mehr durch ihren Klang als durch ihre Bedeutung beruhigten. Jedes Streicheln ihrer Hand über sein Fell war ein Wagnis, eine Vertrauensübung zwischen den Arten. Aber würde es ausreichen? Gerade als die Verzweiflung Amelia zu verschlingen drohte, passierte etwas Unerwartetes. Durch den dichten Vorhang aus Laub hörte sie das Knacken des Unterholzes und das leise Gemurmel menschlicher Stimmen. Bewaffnete Ranger waren durch die Schüsse alarmiert worden. Sie kamen auf die Lichtung zu. Ihre Tarnuniformen verschmolzen mit dem leuchtenden Grün des Dschungels. Die Wilderer waren zahlenmäßig unterlegen und verschwanden mit überraschender Schnelligkeit. Die Ranger verhielten sich zunächst vorsichtig. Vor allem aber waren sie verblüfft, als sie Amelia neben der verwundeten Coco kauern sahen. Diese Frau, eine einsame Zeugin in ihrem Territorium, hatte es irgendwie geschafft, das zerbrechliche Vertrauen dieser wilden Kreaturen zu erschließen, als sie am verwundbarsten waren. Mit einer unerwarteten Sanftheit, die aus der jahrelangen Arbeit mit bedrohten Tierarten herrührte, schlossen sich die Ranger mit Amelia zusammen. Sie benutzten eine behelfsmäßige Trage aus robusten Ästen und Decken und hoben Coco vorsichtig hoch. Der verletzte Gorilla stöhnte leise, aber er wehrte sich nicht, vielleicht weil er spürte, dass sich das Blatt wendete. Gemeinsam trug diese ungewöhnliche Allianz, eine Frau mit dem Auge eines Filmemachers und Ranger mit harter Entschlossenheit, Coco aus der Lichtung. Der Silberrücken mischte sich nicht ein. Ihr Ziel war eine nahegelegene Auffangstation, ein sicherer Hafen, der Cocos Verletzung behandeln und den langen Weg der Genesung beginnen konnte. In den darauffolgenden Tagen entwickelte sich Amelias Geschichte weiter. Es war keine reißerische Schlagzeile, die die Tragödie ausschlachten sollte. Es war etwas viel Außergewöhnlicheres. Das Rohmaterial war unbearbeitet und schmerzhaft ehrlich. Es zeigte die zärtlichen Momente, die familiären Bindungen innerhalb der Gorillatruppe und den erschütternden Schrecken durch die Wilderer. Es zeigt Amelias verzweifeltes Ringen um Deckung und ihre Entschlossenheit, einem verwundeten Tier trotz der realen Gefahr zu helfen, die sie umgibt. Die Geschichte ging viral. Das Filmmaterial löste etwas Tiefes aus. Ein Gefühl der Ehrfurcht und des Staunens. Und es führte zu einer erschreckenden Erkenntnis, dass die Grenze zwischen Menschen und diesen großartigen Affen viel dünner ist, als die meisten zugeben wollen.
Amelias Wut und das unausgesprochene Vertrauen, das ihr die Gorillas entgegenbrachten, wurden zu Symbolen. Sie waren der Beweis dafür, dass Mitgefühl und Verbundenheit existieren können, selbst wenn Gewalt im Spiel ist. Und das sogar über die vermeintliche Kluft zwischen den Arten hinweg. Amelia fühlte sich im Scheinwerferlicht unwohl. Interviews füllten ihre Tage, Angebote kamen in Strömen. Doch sie konzentrierte sich weiterhin auf einen einzigen Patienten, Coco. Sie blieb in der Auffangstation. Zunächst war es eine praktische Entscheidung. Die Ranger brauchten ihren Einblick in sein Verhalten. Und ihre Anwesenheit war ein beruhigender Balsam während seiner schmerzhaften Genesung. Aber schon bald wurde daraus etwas viel Tiefgreifenderes. Ihre Bindung vertiefte sich mit jedem Tag, der verging. Amelia beobachtete, wie er seine jugendliche Spannkraft zurückgewann. Das Funkeln kehrte in seine Augen zurück. Sie brachte ihm seine Lieblingsfrüchte aus dem Dschungel und ahmte das Suchverhalten nach, das er nach seiner Rückkehr in die Wildnis beherrschen musste. Die Nachricht von Cocos Genesung verbreitete sich zusammen mit Amelias Geschichte. Das Tierheim wurde mit Spenden überhäuft, nicht nur für den unmittelbaren Bedarf, sondern auch für den Ausbau der Einrichtungen und den Schutz der Tiere. Menschen aus allen Gesellschaftsschichten trugen dazu bei. Jeder war von der Geschichte der Frau und des Gorillas bewegt und davon, wie ihre Schicksale in einem Moment der Krise miteinander verwoben waren. Der Vorfall löste eine weltweite Diskussion aus und zwang die Menschen dazu, sich mit dem Thema Gorillaschutz mit neuer Dringlichkeit auseinanderzusetzen. Die Wilderei war nach wie vor eine harte Realität, aber durch mehr finanzielle Mittel und internationale Aufmerksamkeit waren die Schutzgebiete nun besser für die Rettung der Tiere gerüstet. Die Anti-Wilderei-Patrouillen wurden verstärkt und in den Dörfern rund um die Gorilla-Habitate wurden Bildungsprogramme ins Leben gerufen. Alle Bemühungen betonten, wie wichtig es ist, diese großartigen Tiere und das empfindliche Gleichgewicht ihrer Ökosysteme zu schützen. Die Geschichte dieser Frau, die aus einer einzigen mutigen Tat hervorging, schlug weite Kreise. Ein verheerender Angriff hatte zwar das Leben einer Gorillatruppe zerstört, aber auch die Saat für Veränderungen gelegt. Sie erinnerte die Welt an eine grundlegende Wahrheit, dass Menschen und Gorillas trotz ihrer Unterschiede eine viel tiefere Verbindung haben, als den meisten bewusst ist. Und in dieser Verbindung liegt das Potenzial für eine Zukunft, in der beide Arten gedeihen können. Die Monate vergingen wie im Fluge, mit Heilung und zaghafter Hoffnung. Unter der aufmerksamen Pflege der Mitarbeiter der Rettungsstation heilte Cocos Wunde. Aber sie hinterließ eine deutliche Narbe, die ihn an seine Begegnung mit dem Tod erinnerte. Auch sein Geist begann sich zu erholen. Das spielerische Glitzern kehrte in seine Augen zurück und seine ungestüme Energie stand in krassem Gegensatz zu dem wimmernden, verängstigten Jungtier, das Amelia an diesem Tag gesehen hatte. Doch als Cocos Genesung sich dem Ende näherte, machte sich ein tiefer Schmerz in ihrem Herzen breit. Sie hatte die tiefe familiäre Liebe innerhalb der Truppe erlebt. Sie hatte die liebevolle Fürsorge und die spielerischen Streitereien gesehen, die die Gorilla-Gesellschaft prägten. Coco gehörte nicht in die Grenzen des Schutzgebiets. Seine Zukunft lag in der Umarmung des Regenwaldes unter seiner eigenen Art. Der Tag kam als bittersüße Unausweichlichkeit. Amelia begleitete ein Team von Rangern, die den betäubten Coco vorsichtig in das Herz seines Territoriums zurückbrachten. Ihre Stiefel knirschten über herabgefallene Blätter und ihr Atem blieb bei jedem Schritt im Hals stecken. Dieser vertraute Teil des Dschungels erinnerte sie jetzt an den Geist der Gewalt. Aber Amelia schob die Erinnerung beiseite und konzentrierte sich stattdessen auf die Hoffnung, die vor ihr pulsierte. Mit geübter Sorgfalt weckten die Ranger einen schläfrigen, verwirrten Coco. Amelia kniete sich neben ihn. Seine Verwirrung war nur kurz. Ein Flackern des Erkennens ließ seine Augen aufleuchten, als er die vertraute Umgebung wahrnahm. Dann drangen die ersten zaghaften Rufe seiner Familie durch die Bäume. Er reagierte sofort, ein grollendes Brüllen, das von der Sehnsucht erfüllt war, zu antworten. Amelias Herz krampfte sich mit einer bittersüßen Mischung aus Freude und Verlust zusammen. Mit einer sanften Berührung drängte sie ihn weiter. Coco zögerte nur wenige Sekunden lang. Seine Augen trafen die ihren. Amelia vermutete, dass sie Tränen gesehen hätte, wenn Gorillas weinen könnten. Coco stapfte vorwärts und wurde bald vom dichten Gestrüpp verschluckt. Amelia stand allein im schwindenden Licht und beobachtete die Stelle, an der er aus dem Blickfeld verschwunden war. Dann fiel ihr eine Bewegung ins Auge. Der Silberrücken trat aus dem Schatten. Seine massige Gestalt war imposant, aber auch von einer seltsamen Sanftheit geprägt. Er hielt inne. Ihre Augen trafen sich zu einem stummen Austausch. Amelia erkannte keine Aggression in diesem Blick. Er enthielt ein tiefes Verständnis, eine fast zähneknirschende Anerkennung. Es war eine Verbindung, die über Worte hinausging. Eine Brücke,
die auf gemeinsamen Erfahrungen, Einfühlungsvermögen und vielleicht sogar einem Anflug von Dankbarkeit beruhte. Die Rückkehr nach Hause war eine Übung in Orientierungslosigkeit. In den Städten herrschte eine unerbittliche Energie, die sich nach der Stille des Dschungels abscheulich anfühlte. Dennoch konnte Amelia den Nachhall ihrer Erfahrungen nicht abschütteln. Sie verwandelte ihr Filmmaterial in einen eindrucksvollen Dokumentarfilm. Aber das war noch nicht genug. Sie wurde zu einer vehementen Verfechterin des Gorillaschutzes und ihre Stimme wurde durch ein neu gewonnenes Verständnis für die Kostbarkeit und Zerbrechlichkeit der Welt der Gorillas gestärkt. Aus den Jahren wurde ein Jahrzehnt, das von Spendenaktionen, Sensibilisierungskampagnen und unzähligen Stunden im Kampf gegen Bürokratie und Gleichgültigkeit geprägt war. Dann ergab sich die Gelegenheit, zurückzukehren. Eine Forschungsstation in der Nähe ihres alten Reviers brauchte einen Dokumentarfilmer. Amelia zögerte kaum. Die Wanderung durch den vertrauten Dschungel war sowohl eine Heimkehr als auch eine Übung im Umgang mit Geistern. Während eines Spaziergangs am zweiten Tag hallte ein Geräusch durch die Lichtung. Es war ein tiefes, gutturales Brüllen, das ihr einen Schauer über den Rücken jagte. Sie wirbelte herum und hob instinktiv ihre Kamera. Dort, eingerahmt von leuchtendem Grün, stand der Silberrücken. Neben ihm stand Coco. Er war jetzt ausgewachsen und sein Körper wogte mit kaum zu bändigender Kraft. Amelias Herz klopfte wie wild. Die Augen des Silberrückens trafen die ihren und hielten sie fest. Einen zeitlosen Moment lang prallten Vergangenheit und Gegenwart aufeinander. Dann mit einer langsamen, bedächtigen Bewegung senkte der mächtige Gorilla seinen Kopf. Die Geste war subtil und doch monumental. Eine wortlose Anerkennung ihrer gemeinsamen Geschichte. Eine Geste des Respekts, vielleicht sogar der Dankbarkeit. In dieser Nacht war Amelia dankbar für den Instinkt, der sie dazu gebracht hatte, die Kamera zu heben. Die dankende Geste des Silberrückens war für immer in ihrem Gedächtnis verankert. Aber dank der Kamera würde die ganze Welt erfahren, dass diese wilden Tiere in der Lage sind, erstaunlich menschenähnliche Gefühle zu empfinden und zu zeigen. Hast du auch eine Geschichte über eine Verbindung zu einem wilden Tier? Erzähle sie uns in den Kommentaren. Wir würden uns freuen, sie zu hören. Für jetzt sind wir aber fertig. Wir sehen uns im nächsten Video.